Mein Name ist Thomas Schmidt, ich bin Projektleiter bei der Deutsche Telekom Stiftung. Speziell befasse ich mich mit den Themen künstlicher Intelligenz und maschinellen Lernen und der Frage, wie wir junge Menschen an diese Themen ranführen können. Ein Material, das wir entwickelt haben, ist das von vielen Schulen schon genutzte Spiel Mensch-Maschine. Das ist ein Brettspiel, das sozusagen ganz analog vermittelt, wie Maschinen lernen, nämlich dadurch, dass die Spieler die Rolle des Computers übernehmen und verstehen Zug um Zug, wie künstliche Intelligenz lernt, nämlich im Gegensatz zu Menschen, indem sie Muster und Gesetzmäßigkeiten in Datenmengen erkennt und daraus ableitend Entscheidungen fällt. Die Daten, die wir haben und die damit verbundenen Technologien verändern heute schon massiv Gesellschaft, Wirtschaft und mein privates Leben. Nur wer die Welt versteht, der kann sie bewusst gestalten. Wir wollen, dass Kinder und Jugendliche heute das lernen, was sie in Zukunft brauchen. Wir glauben, dass sozusagen, um die nachhaltige Zukunft zu gestalten, man gute Bildung braucht. Man braucht zunächst fachliches Wissen, aber man braucht auch überfachliche Kompetenzen. Die Fähigkeit, kritisch mit Informationen in ihren Quellen sich auseinanderzusetzen, mit kreativem Team zu arbeiten, Neues zu entwickeln. Die Hoffnung ist natürlich, dass diese künstlichen Intelligenzen uns dabei helfen, vielleicht die Welt ein Stück weit besser zu machen.